Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich traue mich jetzt mal eins zu machen. Und zwar so unkompliziert, so spontan und so unvorbereitet wie möglich. Ich werde auch ganz wenig schneiden, also wundere dich nicht. Sonst achte ich immer darauf, dass ich rausschneide, wenn ich mich verspreche oder wenn ich zu viel um den heißen Brei rede oder alles Mögliche. Aber ich genieße jetzt mal den Moment, wo mein Baby schläft. Mein 4 Wochen altes Baby nebenan mit meinem Mann im Schlafzimmer. Ich habe jetzt gerade mal die Verantwortung aus der Hand gegeben und er schläft gerade seelenruhig und ich habe gerade die Energie und ich habe gerade Lust, endlich mal wieder ein Video zu machen oder überhaupt irgendwas zu erschaffen, irgendwas zu createn und ja, und ich habe mich jetzt entschieden, das einfach mal spontan zu machen und mal schauen, wie lange ich das jetzt aufnehmen kann, wie lange das jetzt gut geht und wie lange dieses Video insgesamt dauern wird, aber genau deswegen möchte ich das jetzt einfach so roh wie möglich machen, so roh wie möglich hochladen. Ich habe mich auch gar nicht umgezogen. Ich habe irgendwie einen Fleck auf dem T-Shirt. Ich bin gerade erst aufgestanden und habe mich irgendwie 3 Sekunden im Spiegel angeschaut und das für okay befunden. Und das Bild ist auch nicht super toll ausgeleuchtet gerade. Ich habe einfach irgendeine Lampe angemacht. Und schreib mir doch einfach mal in die Kommentare auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr dich das stört. Wenn 1 ist, geht gar nicht, zieh dir beim nächsten Mal was Vernünftiges an und mach bitte erst ein Video, wenn du in der Lage bist, es vernünftig auszuleuchten und es vernünftig vorzubereiten. Und 10 ist, mach einfach weiter, voll okay, stört mich gar nicht. Es kommt auf den Inhalt an. Ja, der Inhalt heute ist das Aquarellmalen. Das ist ja sowieso immer ein großes Thema bei mir, weil es einfach mein Lieblingsmaterial ist, weil ich das kunsttherapeutisch sehr oft anwende. Ich benutze das für jedes Erstbild, wenn jemand zu mir kommt, um die Person kennenzulernen, um zu schauen, worum könnte es gehen, auf einer Bildebene auch, nicht nur das, was du erzählen kannst über dich, worum es für dich geht, rational und gefühlsmäßig, sondern auch, was sich dann im Bild nochmal extra zeigt, was wir dann über das Bild besprechen können. Und das geht über das Aquarell besonders gut. Das ist eine anthroposophische Methode. Ich bin ja auch anthroposophische Kunsttherapeutin und lasse da auch ganz viel von einfließen. Und ja, und in dem Aquarellmalen auf therapeutischer Ebene, also wie ich das dann betrachte, geht es ganz viel darum, wie gehst du mit dem Wasser um? Wie gehst du mit der Farbe und dem Wasser um? Wie flüssig ist dein Bild? Wie sehr kannst du es kontrollieren? Wie wichtig ist es dir, die Farbe und das Wasser zu kontrollieren? Und wie leicht geht dir das von der Hand oder wie schwierig? Und anhand dessen kann man eben auch festmachen, welches Material für dich das Beste ist, also was dir gut tun könnte. Na, ist es dir zu viel, dieses Flüssige, dieses Fließende? Brauchst du etwas Festeres? Brauchst du Struktur? Musst du lieber zeichnen gerade? Oder brauchst du gerade das? Oder brauchst du gerade ein Material oder eine Technik zu malen, die dich noch mehr ins Fließen bringt? Ja, aber darum geht es jetzt gar nicht. Das könnte ein ganz anderes Video sein nochmal. Schreib mir auch in die Kommentare, wenn dich dieses Thema interessiert. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter mit den 5 Tipps für das Aquarellmalen. Ich habe gerade das ganze Video schon fertig aufgenommen. Ich musste gerade den Akku wechseln und habe irgendwie scheinbar währenddessen das Mikrofon ausgemacht und habe dann gerade alles aufgenommen und gerade erst am Ende gesehen, dass der Ton nicht an war. So ein typischer Fehler. Und ich habe auch wirklich nur 4 Stunden geschlafen, wenn es überhaupt hochkommt, mit Pausen. Das gehört jetzt alles dazu. Es muss sich jetzt langsam einen Alltag finden. Und ja, ich hoffe, der findet sich jetzt langsam. Wir lernen uns jetzt gerade kennen. Ich lerne mich kennen in meiner Mutterrolle. Und ich lerne mein Baby kennen und wir werden uns neu finden in unserer Beziehung als Eltern jetzt auch. Und ja, und jetzt klingelt schon, die Hebamme ist da und es geht gleich später weiter. Und jetzt sind schon wieder einige Stunden vergangen. Der Kleine schläft jetzt wieder und ich habe jetzt noch mal einen Moment gefunden, dir die Aquarell-Tipps zu geben. Mal schauen, wie lange das Video jetzt überhaupt braucht, bis es hochgeladen ist. Ich bin echt gespannt. Es wird jetzt wahrscheinlich ein Mammutprojekt, aber auch eine gute Übung, eine gute Probe. Ja, mal schauen, ob ich jetzt so spontan wieder diese Tipps zusammenkriege, die ich jetzt gerade ja eigentlich schon aufgesagt hatte. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Und zwar Tipp Nummer 1. Auf jeden Fall, besorg dir vernünftiges Papier. Also es gibt auch so ganz günstiges Papier, wo vorne Aquarellpapier draufsteht, aber es ist eigentlich ein etwas besseres Zeichenpapier, aber eigentlich nicht wirklich fürs Aquarellmalen geeignet. Ein Aquarellpapier muss sich problemlos mehrere Male einweichen lassen können in Wasser, muss sich nass machen lassen können, ohne dass es irgendwie großen Abrieb gibt. Manchmal liegt es am Pinsel, und ist auch nicht schlimm, wenn diese Papier
Würstchen entstehen, sage ich mal so, diese kleinen Fetzen. Die lassen sich dann hinterher auch wieder abwischen vom Papier. Wenn das alles geht, dann ist das ein vernünftiges Aquarellpapier. Und guck, dass es wirklich auch gut schwer ist, also mindestens so 200 Gramm, mindestens 150 am besten, aber 200 Gramm. Und wenn du ein längeres Projekt hast, wo du mehrmals dran malen möchtest, das mehrere Schichten haben soll, auch da verlinke ich mal ein Video dazu, dann solltest du vielleicht auch sogar 300 Gramm Papier nehmen, was so fast ein bisschen ist wie ein Karton, wie so Aquarellkarton. Ja, super, super wichtig. Vernünftiges Material, auch vernünftige Aquarellpinsel und such dir deine Aquarellfarben, mit denen du gut klarkommst, die eine gute Pigmentierung haben, die sich gut vermalen lassen. Mein Liebling ist da wirklich Stockmar. Die wissen einfach, was sie machen, weil es ist eben auch eine anthroposophische Firma und in den Waldorfschulen wird halt immer mit Aquarell gemalt und die haben da halt eine ganz lange Tradition und wissen halt wirklich, was sie tun. Und da kannst du dir so ein Set Grundfarben besorgen. Von jeder Grundfarbe zwei Farbtöne und dann gibt es auch noch andere ergänzende Töne, andere Farbtöne, aber wirklich als Basic diese Grundfarben und aus diesen Farben kannst du wirklich alles Mögliche mischen. Du kannst so viel malen damit. Ja, so als kleiner Tipp am Rande. Das sind flüssige Farben, ich fülle sie mir immer ab. Das ist jetzt noch ein Tipp, der gehört jetzt nicht dazu, aber ja, wenn du flüssige Aquarellfarben hast, dann kannst du daraus auch feste Farben machen, indem du sie einfach zum Beispiel in eine Eiswürfelform abfüllst oder in so extra dafür vorgesehene Paletten und dann über Nacht einfach auf der Heizung trocknen lässt. Dann kannst du einfach mit dem feuchten Pinsel in die Farbe gehen und dir die Menge an Farbe rausholen, die du brauchst und hast halt nicht dieses Pastöse, was halt einfach viel zu viel ist für Aquarell. Manche gehen halt, die es nicht besser wissen. Vielleicht hast du es noch nie gemacht vorher und dann denkst du natürlich, du kannst mit dem Pinsel einfach in diese Aquarellpaste reingehen. Und dann hast du aber hinterher diese ganz festen, glänzenden Stellen und wunderst dich, warum das sieht das denn so aus? Das habe ich ja noch nie Aquarell gesehen. Das ist einfach, es ist dafür vorgesehen, dass entweder in Wasser aufgelöst zu werden, also vorangerührt zu werden, oder eben, dass du es trocknen lässt, wie ich es eben beschrieben habe. Ja, der nächste Tipp, jetzt auch direkt fürs Malen. Versuch mal aus der Farbe herauszumalen. Also gerade Aquarell ist etwas, was ins Fließen kommen darf, was wirklich malerisch ist, ne? Also wo es wirklich ums Malen geht und nicht ums Zeichnen. Also versuch mal nicht aus der Idee heraus vorher ein Motiv dir zu überlegen und dann mit dem Vordergrund anzufangen, also mit dem Motiv, sondern immer mit dem Hintergrund und auch immer mit der ersten Farbe im Hintergrund. Also wenn du zum Beispiel eine Landschaft malst mit einem blauen, sonnigen Himmel und unten grünes Gras, dann fang erstmal mit einem zarten Blau an und dann kommt ganz sanft ein ganz leichtes Gelb hinzu für die Sonne, für das Lichtvolle. Und aus diesem Blau und Gelb entsteht dann unten nach und nach das Grün für die Wiese. Und aus dem Grün heraus entstehen dann langsam die Grashalme, entsteht langsam der Vordergrund, entstehen langsam die Blumen, die du auch übereinander lasierend aufträgst, die Farben, und daraus dann die Motive entstehen lässt. Ganz wichtig, gerade für diese Technik. Natürlich kannst du hinterher auch reinzeichnen. Du kannst auch erst einen Aquarell-Hintergrund entstehen lassen, erst eine Atmosphäre entstehen lassen. Es ist nochmal eine andere Formulierung dafür. Fällt mir gerade ein. Ja, atmosphärisch. Versuch atmosphärisch zu malen mit Aquarell. Und da habe ich auch schon den Faden verloren. Ich hoffe, es ist trotzdem gerade ein Ganzes geworden und du verstehst, was ich damit sagen will, was ich meine. Ja, der nächste Tipp ist: Lass zu, dass es fließt. Der knüpft an den Tipp vorher an. Lass es zu, dass es Aquarell sein darf. Versuche es nicht zu sehr zu kontrollieren. Natürlich geht es auch so ein bisschen um die Balance zwischen Kontrolle und Loslassen im Aquarell. Also es geht nicht darum, dass du einfach das Wasser aufs Blatt, alles geht, ne? Das will ich nicht damit sagen, aber jetzt erstmal, wenn du anfängst, wenn du die Technik kennenlernen willst und so. Dann geht es jetzt erstmal nicht darum, im Aquarell malen, dass du einfach das Wasser aufs Papier fließen lässt, die Farben fließen lässt und mal guckst, was passiert. Und du möchtest ja auch, denke ich mal, was entstehen lassen. Also etwas, was du vielleicht auch vorher mal planst. Ist ja nicht jedes Bild ein Zufallsbild. Und ja, und ein intuitives Bild ist ja auch kein Zufallsbild, sondern es soll ja etwas sein, was aus dir heraus entsteht und was nicht irgendwie durch die äußeren Umstände
entsteht. Genau, also ja, aber versuch das Wechselspiel daraus zu finden. Lass es auch mal zu, dass es fließt. Lass auch mal Zufälle zu und lass mal die Qualität dieses Aquarells zu. Lass mal zu, dass es auch Wasserflecken geben darf. Dass es auch mal an einer Stelle verlaufen darf. Und versuch mal dein Bild trotzdem so anzuschauen, wie es ist. Also es ist halt dann nicht mit Bleistift gezeichnet, mit Buntstift gezeichnet. Oder mit einem festen Acryl gemalt, sondern eben mit Aquarell. Und das ist die Qualität des Aquarells. Das ist auch das Besondere, was dieses Material mit sich bringt. Und wenn du dich für dieses Material entscheidest, dann darf es an manchen Stellen auch ruhig mal so aussehen. Dann darf da auch ruhig mal ein bisschen so ein fließender Übergang sein. Dann darf man eine Farbe in die andere überfließen. Ja, darum geht es dabei. Und das ist das Schöne. Das ist das, wo dein Bild Leichtigkeit bekommt. Und der nächste Tipp ist, lass dein Bild immer ab und zu mal trocknen. Wenn du eine Schicht gemalt hast, dann gönn dir mal eine Pause, mach dir zwischendurch einen Tee und schau das Bild einfach mal an, lass mal sacken, was bis jetzt entstanden ist und leg dann nochmal eine Schicht drüber. Und vielleicht merkst du an manchen Stellen beim Malen, da hätte ich es gerne kräftiger und dann gehst du nochmal drüber und nochmal drüber. Und anstatt, dass es kräftiger wird, nimmst du die ganze Zeit Farbe runter und verwässerst das Ganze und vielleicht löst dann irgendwann doch das Papier mal auf. Das liegt daran, dass du dir nicht genug Zeit zwischendurch nimmst. Du kannst dir auch, wenn du sehr ungeduldig bist, einen Haarföhn nehmen und das Bild zwischendurch mal trocken föhnen. Das, ja, das spart Zeit und du wirst den Unterschied merken. Wirklich, probier das mal aus. Wenn das öfter mal dein Struggle ist, dass du merkst, du kommst mit dem Bild nicht voran oder es will nicht so, wie du willst. Und ja, probier mal es zwischendurch wirklich mal durchtrocknen zu lassen und dann nochmal eine Schicht draufzulegen und darauf zu achten, dass dein Pinsel nicht zu nass ist. Also wirklich nur ganz leicht anfeuchten und dann viel Farbe zu nehmen und dann eine Schicht drüber zu malen, wenn du es kräftiger haben willst. Der nächste Tipp, das Gegenteil davon, du kannst auch Farbe rausnehmen. Also wenn du mehr Kontur brauchst, also wenn du jetzt zum Beispiel atmosphärisch einen Hintergrund hast entstehen lassen und vielleicht auch schon ein bisschen Vordergrund, aber du möchtest schärfere Kanten, du möchtest mehr Kontur, du kannst dann auch wieder deinen Pinsel leicht nass machen und die Farbe wie verschieben auf dem Blatt. Wirklich wie wegradieren mit dem Pinsel. Und dadurch entstehen scharfe Kanten, scharfe Linien. Probier das mal aus. Und wenn du dazu eine Frage für mich hast, wenn du dazu eine Frage hast oder das mal genauer sehen willst, dann schreib mich gerne an, dann mache ich nochmal ein Video dazu. Das ist ja jetzt wirklich ein ganz spontanes Video. Das ist jetzt ein Video, was mir jetzt nicht so viel Arbeit machen soll, aber dir trotzdem Mehrwert bieten soll. Aber wenn es speziell zu den einzelnen Sachen nochmal Fragen gibt, dann nehme ich das gerne auch nochmal auf für dich und zeige dir nochmal ganz genau, wie ich das meine, dass du es nochmal sehen kannst. Schreib mir gerne in die Kommentare, für welchen Tipp du das gerne hättest. Ja, das war es jetzt erstmal von mir mit den Tipps fürs Aquarellmalen. Vielleicht hast du noch Ergänzungen, vielleicht noch andere Fragen. Wie gesagt, ich mache auch gerne nochmal einen zweiten Teil oder nochmal ergänzende Teile. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich von Herzen auch über die Leute, die mich jetzt abonniert haben, während ich gar nichts hochgeladen habe. Da sind jetzt nämlich echt noch einige dazugekommen. Mega, mega cool. Ja, es geht jetzt nach und nach weiter hier. Ich hoffe, dass es kontinuierlich weitergeht. Ich hoffe, dass irgendwann wieder ein Rhythmus kommt. Aber gleichzeitig genieße ich jetzt auch einfach das Muttersein, für mein Kind da zu sein und dass wir uns jetzt gerade gegenseitig kennenlernen können im Wochenbett und dass wir einfach diese Kuschelzeit haben und auch gleichzeitig diese Zeit haben, in der wir uns ja aneinander gewöhnen und ja, diese Zeit, die auch sehr anstrengend ist, sehr viel Schlafmangel mit sich bringt und auch mal die Nerven rauben kann. Egal wie viel Liebe da halt dabei ist auch und wie sehr wir das auch genießen und wie schön das auch ist, so anstrengend kann es halt auch sein. Und ich denke, viele junge Mütter unter euch oder viele Mütter unter euch, die mal junge Mütter waren, die wissen das. Und ich an jede Schwangere, die gerade zuschaut, kann ich jetzt auch nur sagen, also es wird anders als du denkst. Es wird sehr, 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 sehr viel Liebe in dir da sein und du wirst auch Momente haben, wo du es einfach nur genießt, wo du auf Wolke 1000 schwebst und es einfach nur wunderschön ist. Aber stell dich auch darauf ein, dass es auch echt anstrengend wird. Ja, ich begebe mich jetzt mal in meinen Alltag bzw. auf meine Alltagssuche und hoffe, dass wir bald wieder einen gemeinsamen Rhythmus finden oder gemeinsam überhaupt einen neuen Rhythmus finden als Familie. Wie gesagt, ich freue mich, dass du dabei bist und wenn du mitkriegen willst, wann dann jetzt wieder unregelmäßig was kommt, dann drück gerne auf die Glocke und auf Abonnieren und
Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und genießt du auch deine Zeit. Und ich gehe jetzt mal zurück zu meinem Söhnchen. Mach's gut und bis bald. Ciao.